Schon wieder ist in Bildstein ein Igel gestorben. Und nur weil ein Auto zu schnell gefahren ist. Doch damit ist jetzt Schluss. Igel wollen länger leben, darum zukünftig weniger Gas geben. Mein T-Shirt ist so bequem. Ich gar nicht. Kannst du es haben? Danke. T-Shirts sind so fein, da passen alle Bilder rein. Ferien. Ja, aber was machen wir denn heute? Laura hat doch immer so gute Ideen. Ich habe gestern im Gottesdienst ministriert. Ja und, das war gestern. Wir reden von heute. Aber da ist mir etwas aufgefallen. Ja, was denn? Spann uns nicht auf die Folter. Mir ist aufgefallen, dass hinterm Altar im Boden ein Glas ist mit einem Sarg drin. Oh, wirklich? Oh Gott, ein Sarg? Wirklich? Ja, da liegt ein Soldat begraben. Nein, das war ein Ritter. Ich habe gehört, das war ein Grab oder sowas. Ich habe gehört, das war ein Heerführer. Egal, was er war, was machen wir heute? Wo liegt dieser Sarg? Ich könnte es euch zeigen. Wir könnten ja in die Kirche gehen. Warum eigentlich nicht? Aber ja, auf zur Kirche! Yeah.
Was machen wir hier? Wir schauen uns das Grab an. Ihr müsst jetzt gehen, weil wir mit deinem Hochzeit schauen. Wir haben das Grab in der Kirche. Es gibt einen Eingang zu diesem Grab. Wo? Da unten. Das weiß ich auch nicht. Aber vor einigen Jahren sind da mal zwei Buben hinein, weil sie gehört haben, dass der Geheimgang bis zum Grab in der Kirche führt. Und was ist dann passiert? Der Tunnel wird immer niedriger und das Wasser immer höher. Da haben es die Jungen mit der Angst zu tun bekommen und sind wieder umgekehrt. Ich habe eine Idee. Der Pfarrer weiß sicher über das Grab Bescheid. Wir haben euch belauscht, Kinder. Zufällig machen wir gerade eine Dokumentation über Wildstein und wir interviewen den Pfarrer. Wenn ihr Lust habt, kommt doch mit uns mit. Au ja! Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Meine erste Frage: Was wissen Sie über das Grab in der Kirche? Also das Grab in der Kirche beinhaltet den Graf Maximilian von Starhemberg. Er war ein ganz wichtiger Gönner für die Wallfahrtskirche in Wildstein, als sie gebaut wurde. Er hat nämlich einige tausend Gulden gespendet, er hat auch eine Monstranz gespendet und er hatte eine besondere Liebe zum Gnadenbild hier in Wildstein, und als er dann gestorben war, hat er also testamentarisch vermacht, dass er hier beerdigt werden möchte. Also er ist 1689 beim Krieg bei Mainz gestorben oder gefallen im Krieg, und sein Leichnam wurde dann hierher gebracht und dann wurde er hier in der Kirche beerdigt in einem Kupfersarg. 1974, bei der Renovierung, wurde dann dieser Sarg sichtbar gemacht, sodass man ihn jetzt sehen kann. Wie stehen Sie zu dem Grab? Finden Sie es gut, dass in der Kirche ein Grab ist? Ja, es gibt ja viele Kirchen, die in der Kirche ein Grab haben, zum Beispiel der Dom in Feldkirch. Dort sind die Bischöfe begraben und immer wieder sind also Heilige oder berühmte Menschen in der Kirche beerdigt. Sehen Sie das Grab als Symbol? Das Grab ist immer ein Symbol dahingehend, dass es auch an unser Leben erinnert und an unser Sterben. Denn wir alle, wenn wir einen Sarg sehen oder ein Grab, dann denken wir daran, dass das Leben auch endlich ist, dass wir alle einmal sterben müssen. Was wissen Sie über Graf Starhemberg? Der Graf Starhemberg
lebte also im 17. Jahrhundert, war wie gesagt ein Graf, lebt in der Nähe von Mainz, macht die Wallfahrten hierher und führte auch Truppen im Krieg gegen die Franzosen und war ein sehr gläubiger Mensch und hatte recht viel Geld, aber auch recht viel Einfluss. Und er hat durch seine Persönlichkeit und durch seine Berühmtheit auch wesentlich beigetragen zur Wallfahrt nach Bilstein. Ja, also viel mehr weiß ich über sein Leben nicht, als dass er dann, als er gestorben ist, dann, dass es sein letzter Wunsch war, dass er hier beerdigt wird. Gibt es einen geheimen Zugang zum Grab? Meines Wissens gibt es das jetzt nicht, sondern die Glasplatte macht den Sarg sichtbar und von dort kann man auch zum Sarg, zum Grab den Zugang machen. Gibt es viele Kirchen in Vorarlberg mit einem Grab wie diesem? Glaube ich nicht, dass es viele Kirchen gibt. Aber es gibt Kirchen, die zum Beispiel einen Seligen beherbergen oder ein paar Überreste oder vielleicht Erinnerungsstücke, das gibt es schon. Aber so einen ganzen Sarg in der Kirche, da gibt es nicht viele Kirchen. Danke für Ihr Interview. So, okay, schon fertig. Eingefallen. Was denn? Pfarrer Paul Kutscher hat ja erst vor 2 Jahren die Pfarrei Bilstein übernommen. Wer war aber der Vorpfarrer? Weiß ich nicht. Weiß eine von euch da? Davor war viele Jahrzehnte August Hinteregger Pfarrer von Bilstein. Wir könnten den ja auch interviewen. Aber wo wohnt er denn? Ich weiß es. Genau da oben. Kommt mit. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Danke, dass Sie für uns die Zeit genommen haben. Meine erste Frage, was wissen Sie über das Grab in der Kirche? Das Grab in der Kirche, die Gruft, den Priesterraum, die ist erstellt worden von dem größten Wohltäter der Anfangszeit, Generalfeldmarschall Maximilian Lorenzius von Starhemberg. Damals hat es noch keine Straßenrichter gegeben, der ist als Offizier heraufgeritten, weil man ihm von Bilstein erzählt hat, von diesem Wallfahrtsort. Und dann hat der Bilstein so lieb gewonnen, dass er viel getan hat für die ganze Kirche. Messkämpfen, eine große Monstranz, eine Pfründe, also ein Platz für die ganze, für den Bilstein, einen Pfarrer. Und dann ist er im Krieg gewesen, nach Frankreich, dann ist er von einer Kugel getroffen worden, im September 1689, und an der Verwundung gestorben. Und nachher ist er, wo er tot war, von Frankreich oder von Mainz, von der Grenze, ist nach Bilstein überführt worden, ohne Straßen. Und dann ist er am 11. Oktober 1689 in dieser Gruft beigesetzt worden, begraben worden. Der Sarg ist original, von damals, mehr als 300 Jahre alt. Und weil er so viel für Bilstein getan hat, hat er die Ehre bekommen, dass er dort sein darf. Wir denken gerne an ihn. Wie stehen Sie zu dem Grab? Finden Sie es gut, dass in der Kirche ein Grab ist? Wie schon erwähnt, er hat es verdient, dass er so im Priesterraum beigesetzt worden ist, weil er so viel getan hat. Vielleicht hat er auch schon gehört von der Alpe, wo viele Kühe sind in den Bergen. Die kosten sehr viel. Er hat so viel Geld gestiftet und Spenden gebracht, das wäre eine Alpe von 150 Kühen, was er für Bilstein gestiftet hat. Und darum wollten wir ihm doch als Zeichen des Dankes diesen Platz gewähren. Sehen Sie das Grab als Symbol, wenn ja, für was? Ich könnte mir denken, dass es ein Symbol ist der Verbundenheit. Weil er Bilstein so lieb gewonnen hat,
sondern die viele Pfarrangehörige und Wallfahrer. Darum kommt es mir vor, es ist recht, dass er da vorne im Grab sein kann. Gibt es einen geheimen Zugang zum Grab? Den hat es früher gegeben, aber bei Kirchenrenovierung und schon vor mehreren Jahrzehnten hat man dann das zugemacht. Wir haben nur gewusst, im Boden war im Stein ein Kreuz eingraviert, der Boden war ganz zugedeckt. Und dann, wie wir 1974 hier renoviert haben, haben wir das Grab wieder ersichtlich gemacht. Aber da muss man die Glasdecke aufheben mit ein paar Männern. Und dann braucht man eine Leiter, um runterzusteigen. Früher war auch ein Gang draußen vom Freien unter dem Turm, unter der Kirche Mauer hinein. Und ein alter Mesner ist als Bub hineingeschlichen, hineingekrochen. Und zum Glück ist er wieder herausgekommen, sonst wäre er runtergefallen und wäre verhungert. Niemand hätte ihn gefunden. Darum haben wir das Loch zugemacht, dass niemand mehr reinkriegen kann. Wann war das letzte Mal jemand beim Grab unten? Wer? Es war irgendwie ein Sprung im Glas und da muss man die Firma von Lautach kommen lassen und jemand, der so einen Zaugnapf hat, um die Glasplatte, die ist so dick, um sie heraufzuheben, dass man dann hinuntersteigen konnte mit einer Leiter. Aber es sind ziemlich einige Jahre her, ich weiß nicht ganz genau die Zahl der Jahre. Gibt es viele Kirchen in Vorarlberg mit einem Grab wie diesem? Da muss ich leider auch sagen, dass ich es nicht genau weiß. Ein Bischof, der frühere, hat mir gesagt, beim Besuch, eigentlich ist es nicht erlaubt, dass ein Laie, also einer, der nicht Priester ist, innerhalb der Kirche beerdigt wird. Aber wir haben ihn schon dort gehabt, und weil er so viel getan hat für Wildstein, so viel getan hat, haben wir gedacht, er hat es verdient, dass er dort sein darf. Ich weiß also nicht, ob in vielen anderen Kirchen auch sind, meistens im Dom zur Völke sind Bischöfe in der Kirche beerdigt, also Bischöfe, Priester, das kann schon sein. Ja, in Röthes habe ich gesehen, bei einer Beerdigung hat man den Priester in der Kirche beerdigt. Aber Laien, die nicht Priester sind, die durften an für sich nicht in der Kirche beerdigt sein. Laien sind also die Menschen, Männer und Frauen, die also nicht die Priesterweihe haben. Danke für das Interview. Gerne gesehen. Mein Onkel ist der Privat und Wildstein, der weiß sicher viel mehr über diesen Grabstein. Ja, dann machen wir doch gleich ein Interview mit ihm. Grüß Gott, Herr Achim Wargunz. Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ja, ich schaue. Und was gab das? Sie kennen sich doch bestimmt gut mit der Geschichte Wildsteins aus. Was wissen Sie über den Grafen von Starnberg? Ja, da weiß ich sehr viel. Da habe ich im Internet einen Bericht unter www.gemeindearchiv-bildstein.at zusammengestellt. Hm. Also, so hat der Gott immer ausgeschaut. Feldmarschall Maximilian Lorenz von Starhemberg wurde vor etwa 360 Jahren geboren. In seinen Jugendjahren diente er am Hof des österreichischen Kaisers und entschloss sich für eine Militärkarriere. Zwischen 1677 und 1679 besuchte der Graf jährlich Wildstein und spendete der Wallfahrt bei jedem Besuch hohe Geldbeträge. Die Kriege gegen die Türken und Franzosen hinderten ihn daran, Wildstein weiterhin zu besuchen. Erst 1688 konnte der Graf Wildstein wieder besuchen und nutzte gleich die Gelegenheit, für den Fall seines Todes für sich eine Grabstätte unterhalb der Kirche errichten zu lassen. Der Graf musste im selben Jahr wieder gegen die Franzosen in den Krieg ziehen, wurde bei den Kämpfen um die Stadt Mainz verwundet und starb am 17. September 1689. Danke für Ihr Interview. Gern geschehen.
endlich Ferien. Ja, was machen wir denn hier aber heute? Laura hat doch immer so gute Ideen. Ich habe gestern im Gottesdienst ministriert. Ja, und das war gestern. Wir reden von heute. Ja, ich weiß es gerne. Jetzt nochmal. Okay, mein Onkel ist der Grafenwitz und da weiß ich ja viel, viel mehr über diesen Graf Stachelberg. Ja, dann dreht er. Dann drehen wir. Okay. Dann drehen wir doch gleich einen Dokumentationsfilm mit dir. Also, nochmal. Schluss. Igel müssen länger leben, zukünftig weniger Gas geben. Schild verkehrt.